Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind jetzt hier im Bereich der Segelmühle. Wir wollen Sahela heißt sie, glaube ich, ne? Oder Sahela, wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau. Das ist die Hoffnung der Elfen, die wollen wir befreien. Die wohl ist hierhin versteckt worden. Und dazu müssen wir erstmal in die Segelmühle. Ja, und dazu müssen wir erstmal die Obstacles, also die Hindernisse wegräumen. Ja. Das ist immer noch da, das Fass. Aha. Gut. Ach so, und da haben wir diese komische Knolle, die Schadknolle. Geht ruhig mal weg hier. Komm her, Laura. Hopp, los, hopp. Alle weg hier. Weg, weg, weg. So. Wird immer so ein lockeren Gang drauf, ne? Schwerfällig und trotzdem locker. Ja, das geht vielleicht. Das könnte gehen. Ich hoffe, da ist das Fass nicht zu nah dran. Nein. Das war aber haarscharf. Das war echt haarscharf. Stell das weg. Also wir sind ganz, ganz leise, ja? Also keiner bekommt mit, dass wir jetzt hier unterwegs sind, um da die junge Elfin zu befreien. Klick. Ja, gut gemacht. Ja, hier sind öfter mal Klickse, aber wir lassen uns durch irgendwelche Klickse doch nicht stören. Was ist das denn? Ein Baumstumpf. Kann was drin sein? Guck, was drin? Klick, nix. Nein, natürlich nicht. Ja, ja. So, mach weg den Mist hier. Was? Naja, wie denn auch? Das ist ein elektrisch geladener, verfluchter Dampf. Lass mal. Oder willst du hier durch? Nee. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Puh. Da müssen wir ja unsere Punkte opfern. Ich habe schon einen Punkt von Bestie geopfert. Ja. Ja, das ist aber auch alles rund um sowas von zu mit Fallen. Ja. Ach so, ja, die anderen dürfen auch kommen. Aber, da kommen sie. Okay, dann müssen wir alle wegmachen. Ja. Hilft aber nicht. Er ist immer noch abgehängt. Er soll auch weiterhin erstmal alleine laufen, vorweglaufen. Ne? Um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, oder wie? Das ist alles verflucht. Ja, hier. Es ist hier alles verflucht. Verflixt und zugeschraubt. Ja. Sind echt zu dämlich. Na gut, dann müssen wir das hochjagen. Was soll's? Petrella. Moment, ist irgendjemand in der Nähe? Nö. Nee, Prinz ist auch weit weg. Okay, dann nimm dir einen Feuerpfeil. So nach und nach kriegen wir doch die Pfeile hier runter. Ja. Ja. So. Ein Feuerpfeil, bitte. Zu weit entfernt. Da muss ich ein bisschen rangehen. Ja. So. So, geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Ups. So. Das ist ein hübsches Feuerwerk, stimmt's? Ja, es macht Spaß. Ob die hier Silvester feiern? Dann können wir den erstmal wieder einklinken. So. Ja, hier ist es so, natürlich auch nicht gerade. Der nächste bitte, noch ein Baumstumpf. Schön. Hier haben wir gleich zwei Fässer. Könnten wir so eine. Ja. Könnte so was wie eine Kettenreaktion geben. Ne? Halt. Den wollte ich doch. Ja. Was? Den hat es gar nicht erwischt. Das ist aber Pfeilverschwendung. Oh, ja. Verwesend. Blockiert durch physische Rüstung. Ja, so nah ja, es hat dran. Sie noch ein bisschen erwischt. Ja, ja, ja. So, mal hier drüben gucken. Das ist jetzt fertig. Ja. Dann können wir hier durchlaufen. Ja. Gut. Aber vorsichtig, bitte. Ja. Den Mappe haben ist wir schon leer. An, den haben wir schon geguckt. Genau. Da ist ein toter Elf, die haben sowieso alle nichts drin. Ja?
Aber hier könnten wir ja mal reingucken. Careful, I've spotted a trap. Ja. Bist du schon draufgetreten? Wo denn? Wo hast sie denn gespottet? Keine Ahnung. Oh, da ist sogar was drin. Schiffrolle der Häutung, das klingt aber die nicht gut. Die kennen wir ja noch gar nicht. Oh. Zerstört 195 bis 216 magische Rüstung. Ja. Halbierte Resistenzen. Ja, ja. Das ist nicht übel, ja? Wer kann das denn? Welche Schule ist das denn? Das hat mir ausgesehen wie Polymorph. Müsste er eigentlich bei ihm hier, da ist es. Da ist es. Steht ja nie dran an den Schriftrollen. Das finde ich auch dran. Blöd. Ja. Ach so. Die Schriftrolle ist ein Einwegzauber, benutzen und mit dem Zauber. Naja, ist klar. Ja, ja. Dann kann man ja sowieso. Aber nur, da steht die Schule leider nie dran. Ja. Okay, so, und wo hast du die Falle gespottet? Ich sehe hier erstmal nichts. Also hier war ja, wenn ich mich recht erinnere, waren hier welche an der Brücke. Ja, ist ja auch einer. Da ist einer. Ach, der hat sogar einen Namen. Und der auch. Schweinsbann und Nappzahn. Schweinsbann und Nappzahn. Na gut. Erst speichern. Ja. Na. Sollte man nicht vernachlässigen. Da hinten ist auch einer, also hier sind einige. Ja, hier sind bestimmt unheimlich viele. Also hier sehe ich schon mal 4 Stück. 2 da oben, 2 da unten. Na, Petrella, traust dich nicht? Ach, geht die alleine? Ja. Nee. Must have had a strong will to get run through, rather than blown to bits. Ja, wir hatten auch gut zu tun. Impressive work getting past our defenses. Now turn around and see if you have the same luck going the other way. Ach, das sind einsame Wölfe. You can get out of here, or I'll introduce your guts to the floor. How's that for trouble? Ach, wie nett die wieder sind. Ja, naja. Hat schon einen richtigen Namen. Was macht ihr hier eigentlich? Strategic waiting. Don't remember inviting you. Strategisches Warten. Kannst du mir das mal erklären, wie das geht? Oh, wir brauchen mal eine Pause. Ne? Wir können genau. Ein bisschen handeln, oder nicht? Und wir wollen auch handeln. And why should I not rip your jaw off your skull and claim it all for myself? Kannst du das wäre aber eine schreckliche Verschwendung. Das wäre wahrscheinlich kein Erfolg, aber ist egal. Jetzt hat das mal wieder. Oh, doch. Ja, gut. Hast du was zum Handeln? Nee, hat er nicht. Er hat nichts. Haben wir uns ja schon gedacht. As he listens, his face suddenly changes. Recognition dances into his eyes. Suppose I could make an exception. Go and see the boss, Rue Stanley. He's got a soft spot for travelers with something interesting to say. Okay. So go interest him. Ja, gut. Oh, gut. Dann werden wir mal mit ihm reden. Ja, aber vorher gucken wir uns alles ganz naja, genau an. Naja, hier oben an. Sind noch 2 Leute. Was sind das für welche? Auch so, gehören wohl auch zu dergleichen. Ja, klar. Feuerwasser heißt ja interessanter heißt Name. Der Linke und Meisterschütze der Andere. Aha. Sind Stufe 14. Da hinten ist auch einer. Siehst du ihn? Da hinter dem Balken. Da läuft er. Pfeilmacher Corbin Day. Na gut, wir gucken uns alles mal an hier. Eine Kiste, ich nehme an, die haben es nicht so gern, wenn man da reinguckt. Das können wir ja machen. Welche? Guck mal, die haben das richtig gemütlich gemacht da drüben. Da hinten, ja, die beiden haben sich richtig schön gemütlich gemacht. Ah ja, tut er eine Pfeife, ja, rauchen ein. Aha, da irgendwo da hinten waren wir schon, da ist die Kiste, die wir ausgebuddelt haben. Ja, wer stört denn hier keine so? Ahnung. Vielleicht.
Aha, kämpft jemand. Das ist die liebe Mutter. Liebe Mutter. Wenn jemand schon so einen Namen hat. I spotted a trap. Ja, zwei Stück sogar. Mehrere Traps. Mach weg. Naja, ich weiß, das ist auch nicht so eine gute Idee, da hinzugehen und einfach, was würdest denn du sagen? Müssen wir mit ihr kämpfen? Naja, auch nicht so schlimm. Das ist aber nicht nur eine. Ui, nee. Muss ich wieder einladen. Ja. Das ist gar nicht gut. Warum haben die hier keine Türen, die man zumachen könnte? Da lädt halt wieder ein. Wann hast du das letzte Mal gespeichert? Als er reingegangen ist? An dem Ding, am Eingang. Kannst du auch kämpfen. Müssen wir, naja, wir müssen viele. Die sowieso alle wir haben wegmachen. Hier sieben Stück rein. Aber nee, das ist nicht gut. Nicht gut. Müssen wir nochmal laden. Dann müssen wir überall durchgehen. Ja. Alles angucken. Und alles angucken. Ja. Erstmal alles angucken. Also das müssen wir alles nochmal machen. Einschließlich der Aufräumarbeiten. Oder? Was? Einschließlich da auch? Oder hast du zwischendurch mal gespeichert wieder? Nein, an der Brücke, als wir mit dem Typen stimmt, gesprochen haben. Stimmt, als wir da raufgegangen sind. Ja, ja. Bevor wir mit dem Typen müssen gesprochen wir nur haben. Das Gespräch noch machen. Gott sei Dank. They don't look friendly. Nein, they don't look friendly, but never mind. Impressive work getting past our defenses. Now turn around and see if you... Why should I not rip your jaw off your skull? As he listens, his... I suppose I could make an exception. Go and see the boss, Rue Stanlock. He's... Okay. Ja, ich glaube, wir... So, so weit waren wir ja schon. Gucken uns alles an und werden uns mit Keilen jetzt hier großartig irgendwie anlehnen erstmal. Ja. Gut. Immer es sind ja auch ziemlich viele. Zwischen sind mindestens neun, die man hier... 10, 11, 12, oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 11, ja, auf Anhieb sehe ich hier 11. Ja. So. Schlangen. Also vorher speichern, bevor du mit irgendjemandem sprichst und es bereust. Ja. Bitterlich. Then leave. Huh? Your living is nothing if you're unhappy. Never knew you to be sentimental. Logical, not sentimental. Yeah, unhappy people are. The whiff of chemistry assails you. You know that it's all in your imagination, but still your throat constricts, your stomach turns, and your vision swims before you. As your vision clears, the spirit is revealed, a lizard. He has eyes only for the lizard lone wolf who stands before him. Ja, genau. He turns to you. He looks insane. He takes a deep breath and exhales. A cloud of greenish gas envelops you, and suddenly you are him. You're the Black Widowmaker, deep down in black shadows, setting your latest creation to paper. A deadly brew that looks and tastes like an elixir. It's your best work yet. You sip a celebratory tonic. And you realize you've made your last mistake. Your throat constricts. Acid burns your guts. Your heart slows to a halt. You slump forward. A kin appears, a lone wolf. She takes your book, but you're already dead. He intensifies his gaze on the lizard lone wolf before him. If looks were poison, she'd soon be dead. Then leave. Uh-huh. Hey, Schlangen it's Wolfs. A good living here. You know that. Er wäre bestimmt nicht traurig, wenn Schlangenwurz von uns gehen würde. Nein. Aber wir können eigentlich auch nicht dafür sorgen, dass er sie kriegt oder so. Da ist ja noch mal so ein Geist. Der nächste. Da schläft jemand. Schnarchnase. Geist von Gatschbühel. Aha. Laughter plays upon the lone wolf's spirit lips, but madness flashes in his eyes.
His flittering gaze never quite comes to rest on you. Hey, wanna have some fun? A joke, of course. A prank, if you will. Tell Slumberjack here that Mudbarrow wants his money. Ja, genau. Jo, erzähl mal mehr. Ja. You greedy smell-guilt. Yes, my sleepy friend here killed me for my bloody gold. Serves me right for all the things I did. The irony. Ein ziemlich fröhlicher Geist. Ask her where the money is. I'd love to see the murdering little loiter basket lose her money. My money. Oh je. Wie sind wir denn da reingeraten? Ja. Naja, das ist ein ziemliches Räuber- und Banditennest hier. A lone wolf mage naps quietly. She talks in her sleep. Laugh all you want, Mudbarrow. Madmen tell tales. And dead men's ghosts do not. She turns towards you. When she opens her eyes, she's looking right at you. Mudbarrow can't have his money. I hid it. Uh-huh. She closes her eyes and settles back to sleep. Hast du gehört, Geist? Sie hat es versteckt. What are you waiting for? Tell the sleepies. She mutters in her sleep. I never liked you anyway, Mudbarrow. You or your shite sense of humor. Don't think you haunt me, dead man. You or the Godwoken that we killed. What? Hey, that tickles. Is it tickled? She stretches, shifts position, but doesn't wake up. Oh, God, sit down. You won't find nothing. Money's hidden on the beach by the water. Gut, danke. So, hast du es gehört, du blöder Geist? She's gonna be so mad. When he slaps his thigh, tears of mirth rolling down his cheeks. Oh, gut, ja. Wir werden sinnvoll ausgehen. Sinnvoll ist gut. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, was sinnvoll ist. Und was willst du jetzt tun? Doubt crosses his face as he realizes he's stuck here forever and there are no more jokes to make. Ja. Now. Panic rises. Sagt er sich noch zu Tode, oder? The shadow of eternity looms over him. He becomes hysterical. Komm, das war's. And what was once laughter is now an anguished scream. Wir können ja ruhig dem Wahnsinn überlassen. Jo. Ich glaube, ja, wir müssen kein Mitleid haben mit ihm. Nö. So am Strand, ja, da sollten wir dann noch mal gucken. Das könnte die Kiste hier sein. Die ist leer. Du meinst, das ist die, die wir schon gefunden haben? Aufpassen, das ist die, die... Ja. Wir sollten die Falle nicht... Nein. Nein. Ja, ja. Belassen die erstmal, die komische Type da. Nee, nicht Petrella. Wen nehmen wir denn da? Egal. Sagen wir, hier sind überall Geister. Ja. Sehr sauer ist. Hey, das ist auch ein Geist. Stimmt. Okay, komm. Careful now. That's a trap. Ja, ja, deswegen sollst du ja auch hier entlang laufen. Sprechen wir mal mit dem Geist, nicht mit ihr. Mit dem genau, erstmal mit the dem spirit Geist. Of a paladin knight leans his head to one side, revealing the huge gash in his neck that nearly took his head off, and grins, a green glint in his eye. When he speaks, he whispers. She's stronger than you know.
Stronger than you know, boy, and faster too. Das sprichst du wohl aus persönlicher Erfahrung, hä? Ja. He launches one hand forward and, with a jolt, you are him. You're with Paladin Tom Hardwin, your best friend, on your way to arrest the notorious murderess known to all as Mummy Dearest. Mummy Dearest. Die liebe Mutter. You find the dwarven lone wolf in a tavern at the bar. She doesn't look like much. You stand behind her. Tom Hardwin calls her name. The bar goes quiet. She doesn't turn, but you see her reach. You step forward to protect Hardwin as the axe comes around. In a moment, you're staring at the ceiling with Tom's hands pressing on your neck. A tavern wench is screaming. And Tom can't stop the blood. And through the panic and the tears, he puts his own price on the lone wolf's head. You just lie there thinking. She's stronger than you knew, and faster too. Yeah. He tilts his head once more, the great wound that killed him yawning open. He begins to laugh. Off the top of my head? She's stronger than you know, and faster too. Uh-huh. And here's the thing. She hates the wet. It makes her itch, and she makes mistakes. If only it would rain. Oh, das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann brauchen wir unbedingt Wasser, um sie zu bekämpfen. Aber wir wissen auch, dass wir sie jetzt nicht direkt angreifen können. Weil dann sofort viele Leute hier sind. Also werden wir schön unsere Finger davon lassen und weiter rumlaufen. Ja, wir werden überlegen müssen, wie wir es am besten angehen. Und du kannst ja mal notieren, liebe Mutter, und dann kannst du mal schreiben, schon mal aufschreiben, Nässe. Ob das hinterher nämlich noch weiß, ist fraglich. Wenn ihr es mit ihr sprichst. Heavily muscled dwarf turns from her training. She flicks her wrist and instantly her axe, a stunning elven weapon, is a hair's width from your chest. Willst du sie jetzt töten? She returns to her training. Ja, das würde ich dir auch raten. Ich glaube, wir sollten da noch mal ein bisschen mehr gucken. Nee, wir wollten doch erstmal alles angucken. Ja, genau, das meine ich auch. Aber immerhin, wir wissen jetzt, dass wir ihr mit Nässe beikommen können. Ja. Ich hoffe, ich weiß, dass du noch in der nächsten Folge. Oder ich. Wasser! Wassermarsch, okay. Gut. Gut. Ich hoffe, ich gucke auf die Karte, wenn wir sie angehen. Gut, also die hier, beiden hier drin haben wir, du. Hier haben wir zwei rote, das heißt, hier haben wir zwei Feinde auch. Zwei Aufträge natürlich. Aber das ist auf jeden Fall sind das ja. Feinde. Einsamer Wolf, liebe Mutter. Liebe Mutter auf der Gottspül ist eigentlich gar nicht unser Feind. Maybe that's why I ain't. Aber diese komische Frau wahrscheinlich wird zu einem. Or maybe I'm just horny. Oder was alles haben ist wir hier ruhig drin? Hier. Ach so, vielleicht sollte ich die anderen auch mitnehmen. Ja, solltest du. Und dann solltest du auch mal wieder speichern, falls du nicht gemacht hast. Ja. Du sollst dich da dranhängen. Nee. Ja gut, dann komm hierher. So weit die weg, steht oder? Ja immer noch da hinten drin, ja. Bei der lieben Mutter. Na, kommst du irgendwann mal? Ja, na, also, geht doch. So, wer ist denn so, hier drin? So, wen haben wir denn hier? Na, das ist das der Rote ist Prinz, der aber Rote da ist jemand, so ein kleiner, abgebrochener. Das ist Bestie, aber hinter Bestie steht einer. Der Trankmischer. Der Trankmischer. Na gut, also hier sollte man vielleicht überall nach Geistern suchen. Guck mal, überall steht hier ein Gespenst drum. Ja, das sind die eigentlich potenzielle Helfer. Blissful devotion at the lone wolf alchemist. Das ist alles. Das ist alles. Sie ist zwar tot, aber sie liebt ihn heiß und innig. Wir können den ja mal ansprechen. Das ist Bestie immer noch. Ja. Bestie hat eine Mütze auf. Oder so einen Helm. Unless you got money. Ja, klar haben wir Geld. Not likely anything you can afford. Ach, du bist so blöd. Du bist zu dämlich. Piss off. Der hat noch nicht mal was Vernünftiges. Ich nicht mal Geld und. Doch, er hat Geld, 10.000. 10.870, ja. Wir können ihm was verkaufen.
Ja, oder sehr wir können ein bisschen Geld abnehmen, ha? Ja. Ja, wenn er so viel hat. Ja. So schrecklich viel habe er ja auch nicht. Was hat er denn? Er hat 60. Ja, die können wir mitnehmen. Ansonsten... Sollst du aber auch bezahlen dann, ne? Sonst ist er bestimmt böse. Jo. Na gut. Na ja, hat er. Ja. Inzwischen ein paar Sachen bei uns gekriegt. Doofkopf. Wer ist ein Doofkopf? Na, der da, der Trankmischer. Ja, lass mal, der hat einfach nur schlechte Laune. Geht er wahrscheinlich permanent. Manieren haben die Leute hier, ich weiß ja nicht. So. Hier scheint nicht viel zu sein. Da draußen ist jetzt bestimmt wieder alles gespickt. Ach, hier ist gar keine Tür raus. Nee. Ja, ja dann nicht. Warum läuft er so langsam? Hier ist so schwer, oder? Der arme Prinz. Oder was war mit dem? Nee, hier ist eine Ölpritze. Ach so. Oje. Warum ist er denn da so langsam gelaufen? Ach, die ja, sind weil alle sie durch, immer weil langsam laufen, wenn sie... durch eine Ölpfütze gelaufen sind. Das haben wir es alle geschafft, durch die Ölpfütze zu laufen. Bisher waren die anderen noch schnell, weil sie dran vorbeigelaufen sind. Careful, I've spotted a trap. Ja. Ah, nicht reintrapsen. Ach, hier kommt man gar nicht runter irgendwie. Sag mal, was liegt denn da komisches rum? Ich dachte, ach, hier ist eine Tür. Ah. Hier ist ein toter Lehrerwachter. So, ja. Ja, die ist. Hier ja, ist ja. Genauso abgesichert. Oh, ja, aber das Quell. Ja, ja. Ja, ja. Da müssen wir genau gucken und aufpassen. Da kommst du nicht durch. Da muss einer alleine gehen. Ja. Denn allein die Falle hier vorne. Da musst du ja dran vorbei schon mal. Ja, er bräuchte den Quellenpunkt. Hier vorne ist eine Pfütze. Der Bestie muss da hin, eigentlich. Weil er, habe ich auch schon gesehen, dass er Quellenenergie ist. Probieren wir mal. Kannst die Falle hier ach, so Mann, auslösen? Mann, der zieht so nah dran. Das wird doch explodieren. Oder? Nö. Oh, war aber gut. Hat er gut hingekriegt. So. Keine Spur mehr. Kann man, so, auch, kann man nehmen. Das müssen wir aufschließen. Sehr gut. Gut. So, erstmal alleine. Genau gucken. Ach, hier kommst du gar nicht rüber. Du musst dir wirklich außer Kraft setzen, also richtig ausschalten. Aber nicht zu nah rangehen. Oder? Tja. Dornige Fallen sind das. Da ein verfluchtes Ölfass. Nee, wenn er das da rüber trägt, dann muss er hier durch. Nicht gut. Ach ja. Unhappy people are sloppy, unreliable. Er muss sich seinen Punkt wiederholen, seinen Quellenpunkt. Ja, aber halt. Aber nicht um sein. Man sollte versuchen, das Leben zu überstehen. Ja. Das wird ein bisschen schwieriger. Kann er sich selbst teleportieren? Nein. Man kann sich nicht selbst teleportieren. Man muss sich teleportieren lassen. Er muss sich teleportieren lassen, ja. Von wem? Oh, dahin. Fein teleportiert ihn. Aua. Plumps. Ach, er ist Blutwurst. Ja. Careful now. Halt! Ach, oh. Was hast du? Toll. Spitzenmäßig hingekriegt. Das kriegst du gut hin.
Du hast ihn, hast du den gar nicht von denen abgetrennt oder was? Oder wie? Ich habe Fein genommen, um Bestia hier über die Falle zu transportieren. Ah. Und dann? Und dann habe ich vergessen, auf Bestia zurückzugehen und habe gesagt, hier lutscht die Quelle aus. Ja, jetzt sind natürlich alle hier drüber gelaufen. Jetzt muss ich erstmal speichern. Ja, Laura lebt ja noch. Ja, und es sieht noch gut aus. Oh Mann. Warum bist du denn da jetzt völlig durchgelaufen? Ja. Und wieder zurück. Sag mal, wie oft willst du das jetzt noch machen? Bis er tot ist, oder was? Also, ich glaube auch nicht. Still, at least this is an interest. Gibt's Laura also noch? Oder ist der auch schon tot, bald? Was machst du denn? Gehst du da... Warum hast du den immer wieder hin und her geschickt? Hast du vergessen, dass er dann, oder wie, oder was? Oder dass er dann, dass du noch auf ihm warst, oder wie? Ja. Du tippst die zu leicht an. Du musst wirklich gucken, ob du die auch richtig, So. Look out. I see a trap nearby. Ach, was. Unhappy people are. Jetzt brauchen wir nur noch, dass die Fallen laufen, die hier sind. Nee. Das ist alles nur für so einen Schluck Quellenenergie. Und der ist haarscharf an den Fallen vorbei. Du machst es echt spannend. Du meinst, wenn es nicht spannend ist, musst du es spannend machen. Kann ich verstehen. Oh, ja. Das hat ja auch was für sich. Eigentlich wollte ich hier hinten mal... Guck mal, da ist das die... Das ist ja eine blöde Typ, mit dem wir gesprochen haben. Da haben wir ja schon geistessig gemacht. You know that. Warum geht? The living is nothing if you're unhappy. Ja, mit dem ist wir nicht normal. Aber mit den beiden haben wir noch nicht gesprochen. Logical. Ach so, nee, mit den beiden haben wir ja noch gar nicht. Mit dieser Figur aus dem Albtraum. An elegant lizard lone wolf smokes Drudeny through an ornate pipe. Ich hab gespeichert. Na gut. She turns one eye on you, raises the brow above it. It wasn't I who switched his drinks. Besides, his death saved lives, so let's hear no more about it. Summing up, I can't help you, so get lost. Ja, wir gehen gerne los. Gut, da gehen wir verloren. She hops upon the pipe and blows the smoke towards you. When it clears, she's looking away again, as if you were never there. Cool. Aber sie lieben die Echsen, ne? Die werden immer so liebevoll ausgestattet. Ja, also so, was sie anhaben und so, ja, so elegant und so, wirklich toll gemacht. Hey. Fresh, gorgeous. What I wouldn't give to climb your tree. Honighaken, netter Name. Hat auch nix. Ihr habt ja alle nix. Warum habt ihr denn alle nix? Naja. Eine Tischsäge haben wir hier. Toll. Wofür ist die gut? Zum Holz zersägen. Aha, hoffentlich. Hoffentlich zersägen die dann nur Holz. Also, du meinst, die zersägen auch ihre Knochen Opfer manchmal? Ich habe gerade gesehen, dass wir ja schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Also die Zeit ist weit fortgeschritten. Wir müssen eigentlich doch. Jetzt aufhören. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Baumstamm haben. Haben wir aber wohl nicht. Nö. Auf der Tischsäge einen Baumstamm zu sehen. Naja. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.